Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute einen weiteren Schritt bei unserer C-Programmierung gehen. Und zwar betrachten wir im Moment Instrumente, die wir zur Entwicklung mit C brauchen. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Editor. Wir haben uns hier den besten aller Editoren ausgesucht, den Vim. Wir brauchen einen Compiler, gell? Wir haben also den Compiler aus dem GNU-Projekt, den GCC geholt, gell? Also aus dieser GNU-Compiler-Collection, gell? Der versteht auch C. Und wir werden heute noch etwas anschauen, und zwar etwas, das jetzt vielleicht nicht unbedingt kein Muss ist, aber das kann sehr nützlich sein. Eine Projektverwaltung, die uns bei diesem Build-Prozess unterstützt, gell? Und die wir jetzt hier anschauen, ist Make, gell? Nicht weil Make jetzt die einzigartigste ist, gell? Sondern weil Make wirklich sehr weit verbreitet ist, und man trifft immer wieder dann auch auf Software, die mit dieser Projektverwaltung dann auch verteilt wird, gell? Und dann, wenn man damit arbeiten muss, gell, dann muss man dieses Make dann auch benutzen und aufrufen, gell? Und da vielleicht, wenn etwas nicht funktioniert, auch mal anschauen, gell? Okay, ja, dann wollen wir uns da mal auf den Weg begeben. Und zwar, ja, was ist denn das? Das ist so ein Tool, gell, zur Projektverwaltung, gell? Und zwar ist das jetzt nicht ein allgemeines Tool zur Projektverwaltung, gell, mit dem man so Projektpläne zeichnen kann, so Gantt-Diagramme und so Sachen, gell? Das sind andere Sachen zur Projektverwaltung, sondern es ist eben eine Verwaltung eines Build-Prozesses, also eine spezifische Projektverwaltung für uns Softwareentwickler, gell, beziehungsweise für uns Programmierer, müssen wir dann sagen, gell, weil das dann eigentlich nichts mit der Analyse oder Planung zu tun hat, gell, sondern in erster Linie bei der Programmierung dann verwendet werden muss, gell? Ja, es gibt ja wie so oft auf Wikipedia dann die Artikel dazu, gell? Und ich muss da sagen, gell, es ist die englische Wikipedia in dem Fall, gerade bei der Beschreibung dann des Make-Files, das eben dieses Make steuert, doch um einiges ja, präziser, gell, als der Artikel in der deutschen Wikipedia. Gell? Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch ja, die Homepage, gell? Also das ist dann Teil des GNU-Projektes. Gell? Und ja, hier wird das Ganze ein bisschen vorgestellt und ja, auch da, wie diese, ja, diese Ziele und diese Regeln dann in der Datei funktionieren. Gell? Also da schon bei der Vorstellung gleich ein paar Sachen. Gell? Und wir haben dann auch die Dokumentation, gell, bei GNU. Gell? Also üblich, dass man hier ja, auch mehrere Formate dann findet, gell? Ja, mal schauen, jetzt sind wir im allgemeinen Verzeichnis gelandet, gell? So, Make. Mhm. Und ja, Build Management Tool, sagen sie, gell? Und hier sind wir bei den Handbüchern, gell? Und diese Handbücher gibt es in verschiedenen Formaten und ja, also HTML, gell, also alles in einer Seite, gell, also ein Megabyte großes HTML könnte man mal aufmachen, gell, oder wir könnten auch etwas aufmachen, gell, also das PDF. Das PDF kann man lesen, gell, oder wir können es auch drucken, wenn wir wollen, gell. Aber jo, also das ist jetzt diese eine Seite HTML, gell, also das ist dann ein ist eine lange HTML-Seite, gell? Also das geht da lang hinunter, bis man dort am Ende ist, gell? Oder ich kann auch da zum PDF gehen und ich sehe dann, warum die HTML-Seite so lang ist. Das PDF umfasst 224 Seiten, gell? Also das ist dann schon so ein kleines Büchel, in dem das Make hier eben beschrieben wird und wie man damit arbeitet, gell? Wir werden uns heute nicht, ja, oder heuer nicht für die nächsten Monate bis Ostern mit Make befassen, gell? Aber wir wollen das Make so weit anschauen, dass wir es verstehen und dass wir dann auch einen Nutzen für unsere Arbeit eben davon haben, gell? Und das Make kann mit recht wenigen Schritten schon nützlich sein, gell? Und das wollen wir uns mal anschauen. Das ist das, was unser Ziel ist, gell? Okay, ja, dann gehen wir das mal so. Das
Das schließen wir da auch, gell? So, jetzt sind wir wieder in unserem Artikel. Okay, dann. Ja, es gibt nicht nur Make, gell? Es gibt auch andere Tools und was interessant ist, es gibt viele IDEs, viele eben so integrierte Entwicklungsumgebungen, die ein Projektverwaltungsinstrument schon integriert haben, gell? Und wenn eure Eltern ja zum Beispiel, als sie so jung waren wie ihr seid, mit der Softwareentwicklung begonnen haben und programmiert haben, dann haben sie wahrscheinlich mit einem Compiler oder haben sie vielleicht mit einem Compiler von Borland mal gearbeitet, gell? Und diese durch so mir nicht so großen, gell, aber nützlichen Entwicklungsumgebungen und dann kommt Compiler von Borland, gell, die haben damals in einer DOS-Umgebung, gell, also in der Konsolenumgebung, ein Build-Instrument schon integriert gehabt. Gell, also das ja, war ganz cool. Und ja, und wenn ihr in Eclipse programmiert, gell, dann habt ihr in Eclipse auch eine solche Umgebung integriert. Gell. Wie funktioniert das alles? Das Ganze ist eigentlich so gedacht, dass man eine Textdatei hat, gell? Und die heißt entweder klein oder groß Makefile, gell? Und in dieser Datei haben wir eine ja ein Make-spezifische Syntax und mit der beschreiben wir dann, wie wir unser Ziel kompilieren können. Nicht nur kompilieren, sondern auch linken, also den ganzen Prozess, gell? Und ja, dieses Makefile, das liegt im Verzeichnis der Quelldateien unseres Projektes, gell? Und jetzt ist klar, gell, also wenn die Frau Avi in Informatik gesagt hat, für jedes Projekt gehen wir ein neues Verzeichnis erzeugen oder so, gell, also das gilt auch hier, gell, also wenn wir nur ein Makefile haben können, gell, dann können wir nicht mehrere Projekte oder beliebige Projekte in einem Verzeichnis verwalten, das geht nicht, gell, also wir müssen für jedes Projekt, das wir beginnen, ein neues Verzeichnis haben, gell, weil natürlich nicht ein Makefile mit einem Namen für alles da sein kann. Geil? Mhm. Ja, wenn wir dieses Makefile geschrieben haben, das ist eine Textdatei, geil, können wir mit einem Editor schreiben, dann ruft man diesen Erstellungsprozess mit Make auf. Geil? Also man schreibt Make, Enter, geil, und dann geht man Kaffee trinken oder ja, ich weiß nicht, spazieren gehen oder den Hund hinausbringen, gell? Also, und dann irgendwann mal, wenn das Projekt groß ist, hat er dann auch fertig, gell? Mhm. Je größer das Projekt ist, gell, umso gesünder ist es, weil dann hat man mehr Zeit, um dann spazieren zu gehen, gell? Mhm. Okay, ja, Spaß beiseite. Wie funktioniert das? Wir müssen eine ja, Textdatei, das Makefile erstellen und wie funktioniert das? Das bildet unser Kompilieren und Linken recht gut ab. Und zwar, wenn wir zurückgehen zu unserem Compiler, GCC, dann haben wir gesehen, das ist nicht irgendwo ein Schritt, sondern das sind viele Schritte, bis wir zum ausführbaren Programm kommen. Und diese Schritte bis zum ausführbaren Programm, ja, die müssen wir alle durchlaufen. Gell? Jetzt müssen wir nicht alle Schritte einzeln abbilden. Gell? Das ist unser Glück. Gell? Also wir müssen nicht sagen, ah ja, wir müssen nach dem Präprozessor anhalten, die Datei speichern und dann kompilieren und speichern und dann assemblieren und speichern. Nein. Im Allgemeinen ist es so, dass man die einzelnen Module alle bis zum Objektfile kompiliert. Gell? Und jemand sagt dann auch, ah ja, ich kompiliere nur. Da meint er nicht streng genommen nur das Kompilieren, sondern wenn jemand sagt, ich kompiliere nur, dann meint er, dass er den Präprozessor laufen lässt, den Compiler und den Assembler, gell? Also dass er dann bis zum Objektfile alle Phasen der Erstellung durchläuft, gell? Und eben GCC minus klein c als Option. Und jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Also wir müssen irgendwo das Linken unseres ausführbaren Programmes dann beschreiben und wir müssen das Kompilieren der einzelnen Module beschreiben. Gell? Und wenn ich ganz viele Module habe, wenn ich 123 Module habe oder 291 Module habe oder wenn ich 2734 Module habe, dann sind das viele Module, die ich beschreiben muss. Da, gell? Mhm. Gell? Aber wenn die einmal beschrieben sind gell? Und ich gehe dann eines verändern,
nur eines, gell? Dann gehe ich nur dieses kompilieren und alle anderen Kompilate habe ich schon. Dann rufe ich den Linker rauf und fertig, gell? Also das, ja, das spart Kaffee, gell? Und ist gut für unsere Gesundheit dann auch, gell? Okay, und jetzt gehen wir aber schauen, wie man das macht, gell? Also, das macht man, indem man im Makefile Regeln schreibt, gell? Und das Makefile startet immer bei der Behandlung der ersten Regel. Und die erste Regel, das ist eigentlich der letzte Schritt, gell? Das Linken. Gell? Ich beschreibe also das Linken. Und um das Linken zu beschreiben, muss ich sagen, ich linke woraus? Ich linke aus all meinen Objektfiles. Also muss ich sagen, zum Linken brauche ich dieses und das letzte Objektfile auch noch. Gell? Also ich linke alle Objektfiles und die Objektfiles gebe ich an meine, gell? Also die, die ich für dieses Projekt erstellt habe. Gell? Und ja, und so ergibt sich der erste Abschnitt. Und dann, wenn ich sage, dieses Ziel, dieses Programm hängt von diesen Objektfiles ab, dann muss ich zum Schluss aber noch sagen, wenn diese Objektfiles alle da sind, wie wir das machen, gell? Und wie wir das machen, das ist dann der Befehl in der Regel, gell? Also das Machen sind die Befehle. Und so ist eine Regel besteht aus, erstens, einer Zeile mit Ziel und eben den abhängigen Elementen, gell? Und dann folgen die Befehle, gell? Und die Befehle, das sind sehr häufig eben die Build-Befehle, wie man das Ziel erstellt, gell? Dort müssen wir dann sagen, wie wir das Ziel machen, gell? Okay. Und dieser letzte Schritt, den wir als erstes in der ersten Regel angeben, das ist dieses Linken. Und alle anderen sind eben solche GCC-C, gell? Also Präprozessor kompilieren und assemblieren aus dem Quellcode, gell? Und jetzt muss ich in der Abhängigkeit der ersten Regel alle Objektfiles anführen. Aber diese Objektfiles, die müssen ja auch erstellt werden, gell? Und dafür muss ich dann jeweils eine Regel schreiben. Ich muss also für jedes Objektfile eine Regel erstellen, gell? Also kommt als erste Regel das Linken des ausführbaren Programms und als und darunter kommen alle Regeln, wie wir die Objektfiles machen. Gell? Und wovon hängen diese ab? Die Objektfiles hängen ab vom Quellcode, gell? Und eventuell von einer Header. Gell? Also immer, wenn wir in einem Modul eine Header inkludieren, die wir gemacht haben, nicht die vom System, die hoffentlich existieren und sie sind in Ordnung und sie ändern sich nicht während dem Kompilieren. Aber unsere eigenen, die könnten wir verändern. Gell? Also müssen wir angeben. Zu jedem Objektfile den Quellcode und die inkludierten, die eigenen inkludierten Header-Dateien, gell? Das sind dann die Abhängigkeiten, gell? Und dann sagen wir, wie wir ein Objektfile erstellen, gcc-c-o und so weiter, kommt dann alles hinein, eins nach dem anderen, gell? Mhm. Ja, so, so macht man das, gell? Und ja, die zwischen Ziel und Abhängigkeiten da, gell? Da steht ein Doppelpunkt dann mittendrin, gell? Oder nach dem Ziel steht der Doppelpunkt nicht zwischen allen abhängigen Elementen. Und die Befehle, die drunter stehen, die werden alle mit einem Tabulator eingeleitet, gell? Also es dürfen nicht Leerzeichen stehen, gell? Wenn man einen Makefile macht und da geht man dann Leerzeichen da hinein machen, dann funktioniert es nicht, gell? Es muss Tabulator sein, gell? Mhm. So, auf jeden Fall, warum das Ganze? Das hat ja ein paar Vorteile, gell? Und zwar, erster Vorteil, wir können diesen ganzen Prozess des Erstellens beschreiben in einem Makefile. Und das ist schon eine feine Sache, gell? Weil da geht man her, beschreibt es einmal und dann müssen wir immer nur Make aufrufen. Gell? Und ich muss da nicht immer, ja, immer so ganz viel GCC mit ganz vielen Sachen aufrufen. Gell? Also das ist dann doch aufwendig, wenn das viele sind. Gell? Mhm. Gell? Und was auch gefährlich ist, gell? Das ist nicht nur aufwendig, da kann man sich auch etwas kaputt machen, gell? Weil der GCC, der erstellt etwas und sehr häufig gibt man ihm an, wie es heißen soll, gell? Minus O Output File. Und wenn man hier durch das schnelle Tabulator-Klicken da und File-Completing in der Shell schreibt gcc-o h-tabulator und wenn es dann noch kein Hallo gibt, sondern nur ein Hallo.c, dann habe ich zweimal das Hallo.c ausgewählt.
Und was passiert jetzt? Wird der Fehler angezeigt? Nein, geil, weil ich gehe her, ich kompiliere mein Hallo.c, ich linke, geil, und am Ende wird das Ergebnis in die Hallo.c geschrieben. Geil, so wie gefordert. Habe ich hingeschrieben, Output-File ist Hallo.c. So, das Problem ist, dass meine Quelldatei nicht mehr existiert. Ich habe sie soeben mit dem Kompilat überschrieben. Und das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Gell? Und wenn wir ein Make-File schreiben, dann können wir das vermeiden. Gell? Oder wenn wir es trotzdem falsch schreiben, das Make-File, dann werden wir hoffentlich am Anfang unserer Arbeit das mal machen, diesen Fehler. Gell? Und nicht erst am Ende, weil das Make-File werden wir nicht so ständig ändern. Gell? Wenn wir aber das immer händisch aufrufen, das kompilieren, gell? Dann kann ich den Fehler auch nach 3 Monaten machen. Gell? Und dann habe ich 3 Monate Arbeit weggelöscht, überschrieben. Gell? Nicht gut. Gell? Mhm. So, dann etwas anderes. Durch das Beschreiben des Build-Prozesses wird eine Software portabler. Gell? Ich kann oft im Make-File ein paar Parameter verändern und sagen, du kompilierst das da für die andere Plattform. Gell? Und das funktioniert oft schon. Gell? Also das hilft. Und es hilft vor allem noch was anderes. Es hilft für die Wartung. Gell? Stellt euch mal vor, gell? Ihr schreibt ein Programm, gell? Und dann nach, nach 3 Monaten, gell, kommt der Praktikant, der soll da mal was hineinschauen, gell, und dort was machen, gell. Ja, oder nach 3 Jahren kommt einer und der soll Wartung machen auf eure Arbeit, gell. Ja, und wenn der nicht weiß, wie man kompiliert, dann, ja, dann was macht, gell. Ja, ist nicht gut, gell. Oder deshalb ist fein, wenn wir ein Make-File haben und im Make-File drin ist dieser Build-Prozess beschrieben und ich kann dann nur Make aufrufen und das läuft. Und das ist dann eine feine Sache, gell. Vor allem, wenn man eine Software nochmal in die Hand nehmen muss, gell. Mhm. Ja, also, ich kann aber auch zum Beispiel die Argumente des Compilers mit einem Make-File relativ einfach verändern, gell. Da gibt es so ein Makro-Konzept, gell, oder so. Ja, so wie Variablen, gell. Und ich kann dort hinein die Argumente schreiben, die ich dem Compiler mitgeben will. Und wenn ich das dann abändern will, dann kann ich nur das verändern und dann gilt das für alle. Und das ist dann fein, gell. Mhm. Ja. Was ist die Preisfrage? Diese Abhängigkeiten oder diese Regeln, gell, wann sind die erfüllt? Und sie sind immer dann erfüllt, wenn das Make der Meinung ist, es muss das Ziel neu erstellen. Das ist die Philosophie, die Frage. Wann muss ich das Ziel neu erstellen? Und daraus ergeben sich auch die Fälle, die eintreten können. Gell? Also, ja, und zwar, das Erste, wenn wir ein Ziel haben, ohne Abhängigkeiten, gell? Wenn also jemand sagt, oh, da macht es und dahinter steht nichts, wovon es abhängt, gell? Dann wird es gemacht, gell? Und da gibt es das Beispiel vom Abschnitt Clean. Clean darf nicht direkt im Build verbunden sein, es darf also nicht irgendwo in einer Abhängigkeit sein, sondern es steht einfach unten, gibt es am Ende meistens einen Abschnitt Clean und dieser Clean, den kann man dann aufrufen mit Make Clean und dies macht normalerweise, werden die Dateien gelöscht, die man beim Build-Prozess sich erzeugt hat, aber die man eigentlich nicht braucht, wie das sind die ganzen Objektfiles zum Beispiel, gell? Oder wenn man andere temporäre Dateien erzeugen kann und liegen lassen, gell? Mit Make Clean soll man das alles löschen, gell? Mhm. Ja, und das ist dann eine Abhängigkeit, gell? Hinterm Ziel und das Ziel ist Clean, gell? Und dort gibt es dann keine Einträge in der Abhängigkeit. Also wird das Clean immer ausgeführt, wenn die Regel sich angesprochen fühlt. So, also, nächster Fall, existiert das Ziel noch nicht. Ja, wenn das Ziel nicht existiert, muss ich es machen, oder? Geil, denkt sich auch das mit. Geil, also wenn ich eine Regel habe und das Ziel, ganz vorn, Ziel, Doppelpunkt, das Ziel existiert noch nicht, dann wird Make diesen Abschnitt ausführen, beziehungsweise die Befehle in diesem Abschnitt, geil? Mhm. Ja, also, wenn hingegen das Ziel existiert, dann wird der Zeitstempel kontrolliert. Dann wird kontrolliert, ja, wie schaut es denn jetzt aus mit der Beziehung zwischen, also der Zeit zwischen dem Ziel und den anderen Elementen, den anderen Dateien. Wenn wir eine Datei finden in der Abhängigkeit, auch nur eine, die jünger ist als das Ziel, dann wird das Ziel neu kompiliert. Also wenn irgendetwas jünger ist, neuer ist als das Ziel,
dann wird es neu kompiliert, das Ziel. Und das ist die Philosophie. Wenn sich was verändert hat, dann mache ich es neu. Sonst nicht, gell? Und das ist eine feine Sache, gell? Ja. Und die Frage ist, gibt es auch Fälle, wenn es nicht erfüllt ist und somit der Befehl nicht ausgeführt wird, gell? Und ja, das gibt's. Und zwar ist das der Fall, wenn das Ziel jünger ist als alle Elemente in der Abhängigkeit. Wenn wir also diese Zeile haben und das Ziel ist das Jüngste, gell? Dann gehen wir davon aus, dass sich ja, die Dateien nicht verändert haben, gell? Und ich muss nichts neu kompilieren, gell? Und das Einzige, was da gefährlich ist, wenn sich der Zeitstempel verändert hat, gell? Wenn man also irgendwo ja, vielleicht Dateien irgendwo gesammelt, kopiert haben und die Zeitstempel haben nichts mit dem Build-Prozess zu tun, sondern sind also von irgendwelchen anderen, ja, von der Zeit dort abhängig oder so, gell? Also dann funktioniert das alles nicht. Da muss ich meine Object-Files und Ziele und alles zusammen löschen und neu kompilieren, gell? Mhm. Ja, schauen wir mal. Also das erste Beispiel, also ich sage immer, es ist so ein Einzeiler, gell? Wenn ich also nur eine Regel habe, einen Abschnitt, und hier gebe ich hinein und sage, das Ziel Hallo Welt gehabt von all meinen Zielen, und ich gebe die Ziele nicht als Objektpfeiler an, sondern als Quellcode, gell? Dann kann ich dann das Übersetzen, dann das Kompilieren und Linken hineinschreiben, gell? Nach einem Tabstop, davor muss ein Tabstop sein, gell? Ja, und boah, da habe ich noch fertig ausgeben, gell, müsste ich nicht, gell, aber einfach zu zeigen, dass ich hier mehrere Befehlszeilen machen kann, gell. Ja, und drunter habe ich jetzt ein Clean gemacht, das löscht die Objektfiles, und dann habe ich noch ein Clean All gemacht, und das Clean All löscht die Objektfiles und mein Hallo Welt, das ich kompiliert habe, gell, also das löscht alles, was irgendwie kompiliert worden ist, gell. Ja, ist das jetzt eine gute Sache, wenn ich sowas mache? Nicht ganz, gell? Aber es ist schon nützlich. Es ist insofern nützlich, sollte ich die Software weitergeben, dann kann jemand Make schreiben und das Kompilieren funktioniert. Gell? Das stimmt. Aber wenn, was ist das Problem? Das Problem ist, wenn das ein großes Projekt ist, gell? Und ich habe viele Module, gell? Dann werden immer alle neu kompiliert, wenn ich Make aufrufe. Und das will man eigentlich nicht, gell? Aber jetzt gehen wir es trotzdem ausprobieren, gell? Also das ist da das, also das Make 1, gell? Und das gehe ich jetzt noch Make-File kopieren, gell? Und ja, jetzt machen wir ein Make. Er sagt, es ist aktuell, gell? Mache ich Make Clean All, gell? So, ah, Clean All ist ein Fehler drin, gescheitert. Ah, dann schauen wir uns das Make-File mal an. Also nicht ausprobiert, gell? Ah, okay, na, nicht gescheitert, sondern ich muss die Option minus F machen, gell? Nicht blöd fragen da, sondern machen. Und warum ist der Fehler aufgetaucht oder aufgetreten? Weil ich Stern.o angegeben habe und es gibt kein Stern.o. Also hat er gesagt, was willst denn du, gell? Also du lässt mich da Sachen machen, die nicht existieren, gell? Make clean all, gell? Und jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr da, gell? Und es sind auch keine Kompilate mehr da, und wenn ich jetzt Make mache, dann macht er es. Und zwar zeigt er mir an, was er macht, und zwar, er macht einen Aufruf, und zwar gcc-o hallo Welt aus den Quelldateien. Also werden diese jetzt durch den Präprozessor verarbeitet, kompiliert, assembliert, gell? Und am Ende werden die zwei Module miteinander gelinkt, mit der Bibliothek zusammen, und dann habe ich also doch recht viele Schritte in einer Zeile dargestellt, gell? Und vor allem, wenn ich eine Datei verändere, gell? Dann wird immer alles neu gemacht, gell? Also, so, rufe ich es nochmal auf, und dann sage ich, gell? Hab schon gemacht. Warum? Weil das Ziel, Hallo Welt, jünger ist als die Dateien. Wenn ich jetzt eine Datei verändere, wim hallo welt.c, gell, also die gehen wir jetzt verändern, gell, tun wir da ein Leerzeichen rein, so, gell, okay, so, make, gell, und dann macht es neu. Warum? Weil ich eine der Dateien verändert habe, eine der Dateien ist jünger als alle anderen, gell, mhm. Gell, und das ist jetzt mein erstes MIG-File, gell? Also
der eigentliche Bulk-Prozess umfasst nur einen Abschnitt, gell? Also eine Regel, gell? Und drunter dieses Clean und Clean All darf nicht hier in dieser Zeile stehen. Gell? Wenn wir hier in dieser Zeile ein Clean oder Clean All stehen hätten, gell? Dann würden wir unsere Kompilate sofort wieder löschen und das wollen wir ja nicht. Gell? Also gehen wir die nicht irgendwo da zusammenbauen wie ein Baum. Gell? Also make, öffnet das make-File und verarbeitet den ersten Abschnitt, die erste Regel. Gell? Ja, dann schauen wir uns das zweite Make-File an. Das wollen wir nach Make-File kopieren. So, da wollen wir jetzt rm-f einfügen. Geil, also force, nicht lang fragen, geil. Okay, so. Wie schaut denn das aus? Da gehen wir jetzt her und sagen, das Ziel ist Hallo Welt. Und Hallo Welt hängt ab von den Objektfiles der Module. Geil? Und ja, wenn ich das jetzt machen muss, dann mache GCC, geil? Aber nicht auf Quellcode-Ebene, sondern auf Modulebene. Geil? So, und darunter muss ich aber klären, wie komme ich zu dem Modul. Geil? Also ich gehe nicht davon aus, dass ich schon die Module vom Programmierer bekomme, schon kompiliert, sondern dass ich die im Build-Prozess machen muss. Geil? Also sage ich, mein Objektfile hängt ab vom Quellcode, gell? Und ja, wenn der noch nicht existiert, gell? Oder wenn der Quellcode jünger ist als das Objektfile, gell? Also dann muss ich gcc-c, gell? Also nur also Präprozessor, Compiler und Assembler, gell? Und dann mache mein Objektfile aus der C, gell? Und das muss ich für jede Regel, gell? Also für jede ja, für jedes Modul machen, gell? Und hier schauen wir, hallowelt.o hängt ab von hallowelt.c und ich habe eine Header-Datei inkludiert. Wenn die sich verändert, muss ich das auch neu machen, gell? Okay, so habe ich jetzt drei Abschnitte, drei Regeln, gell? Einmal das linken und dann der Kompilierungsprozess der zwei Module, gell? Und wie steht der Baum zusammen? An erster Stelle steht das Hallo Welt, gell? Und von Hallo Welt abhängen tut das Hallo Welt von zwei Objektfiles, gell? Ja, das wäre so der Einstieg in das Make-File, gell? Das wollen wir jetzt ausprobieren, gell? Gute Arbeit.